ein bisschen Müll, lass mich überlegen. Ich habe mir einen Drachen gekauft. Also eigentlich habe ich mir nicht, also ich habe meiner Freundin einen Drachen zum Geburtstag geschenkt, aber eigentlich nur, weil ich mit dem Drachen fliegen will. Kennt ihr diese Geburtstagsgeschenke, die ihr jemanden schenkt, weil ihr es selber benutzen wollt? Macher. So und nicht anders, Chat. Und ich sag euch ehrlich, war das letzte Mal Drachenfliegen, da war ich wahrscheinlich 13 oder so. Aber ich habe Bock auf Drachenfliegen. Drachenfliegen ist sehr underrated, macht bestimmt Spaß. Hab ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber mache ich bestimmt die nächsten Tage, ne? So macht man das. Ja, ja. Hat deine Freundin auch Hausfall? Ja, ja, die hat eine Halbglatze, Bruder. Ja. Am besten bei Gewitter. Dann kann der Blitz in den Drachen reingleiten, richtig? Das ist gefährlich. Denkt ihr, es ist schon mal jemand gestorben, weil er bei Gewitter Drachen geflogen ist und ein Blitz da eingeschlagen ist und der einen Stromschlag bekommen hat? Was ein Idiot, Digga. Wer geht denn auch beim Gewitter Drachen steigen? Fucking Idiot. Fucking Idiot, Digga. Safe, sagt ihr. Ist hier gerade jemand im Chat, der schon mal von einem Blitz getroffen wurde? Zufälligerweise auch. Der nebenbei noch einen Doktortitel hat. Was nimmt der Junge? Ey, Chat, ich hab einen Espresso getrunken, aber ich nehme keine Drogen. Hört mal auf, mir so einen Scheiß jetzt hier zu unterstellen, Digga. Es reicht.